ist auf dem Kenzel. Ihr gebt euch Mühe und ihr schafft es sicher. Bist du den Auge, bist du Menschlichkeit? Ja, was ist das denn für eine herzliche Begrüßung? Ich danke euch, dass ihr alle gekommen seid. Ein herzliches Grüß Gott hier aus dem Zentrum Wiens vom Stephansplatz, liebe Freunde. Am Sonntag, und ich komme auch gleich zum Punkt, geht es darum, dass es auch unser Wien bleibt, unser Österreich bleibt. Und deswegen gemeinsam für unsere Heimat, gemeinsam für besseres Österreich, gemeinsam Kanzler mit Herbert Kickl, meine lieben Freunde. Zusammengehängt haben,
aus Politik, Medien und selbsternannten Intellektuellen in allen möglichen Bereichen. Das sind die, die immer glauben, dass sie besser wissen, was gut für euch ist, als ihr selber. Und das sind diejenigen, die glauben, sie müssen sich selbst mit der Demokratie gleichsetzen, die glauben, sie sind alternativlos, die glauben, sie sind unersetzbar und die glauben, sie sind die einzig Regierungsfähigen, liebe Freunde. Nichts da. Wenn ihr bei diesen Leuten ein schlechtes Gefühl habt, dann täuscht euch dieses Gefühl nicht. Sie meinen es nicht gut mit euch. Und deswegen ist es höchste Zeit für ihre Abwahl, für eine Abrechnung und dann für einen Aufbruch in eine ganz, ganz neue Ära. Darum geht's. Tatsächlich eine neue Ära aufmachen. Ich möchte mit euch nicht im Buch der Geschichte irgendein nächstes Kapitel anhängen. Ich möchte einen neuen Band der Geschichte Österreichs eröffnen. Und in dieser Geschichte, in diesem neuen Abschnitt, da ist das Volk der Chef und steht im Mittelpunkt, da ist das Volk der Hauptdarsteller und die Regierung spielt eine Nebenrolle. Das ist der entscheidende Unterschied und das ist dringend notwendig nach so vielen Jahren, wo gegen die eigene Bevölkerung regiert wurde. Jetzt ist es Zeit, den Spieß umzudrehen. Zuerst das Volk und dann der Kanzler. Und da braucht sie niemand davor fürchten, sondern wir nehmen die Macht aus den Händen derer, die es nicht gut mit euch gemeint haben und geben sie in eure Hände zurück. Und dann bauen wir eine gute Zukunft für euch und für alle, die nach uns kommen. Deswegen dürfen wir uns nicht zum Vasallen von irgendjemand machen lassen. Und deswegen halte ich die Neutralität so hoch, liebe Freunde. Die Neutralität ist kein Auslaufmodell, die Neutralität ist ein Zukunftsmodell. Ich möchte mehr neutrale Staaten haben und nicht weniger. Weil es da Regelungen gibt und internationale Verträge und Vorschriften und so weiter. Liebe Freunde, wir sind keine Beamten, sondern wir sind der Gesetzgeber und ihr seid keine Befehlsempfänger, sondern ihr seid der Souverän. Das ist der Zugang und wenn wir wollen, dann können wir alles erreichen. Ich darf die Frage geben und ich darf jetzt auch alle anderen, die mitgewirkt haben, die heute gesprochen haben, unsere Spitzenkandidaten, aus den Ländern, auf der Bundesliste, die Generalsekretäre, alle herauf mit euch auf die Bühne und ich darf auch den Werner Otti bitten, zu uns zu kommen, damit wir gemeinsam die österreichische Bundeshymne singen. Große Söhne, vor